Hallo meine Lieben, und weiter geht es mit Teil 2. Der Kopf ist nun fertig, nun machen wir die Mütze. Wir machen 37 Luftmaschen und die Luftmaschenkette sollte bequem um den Kopf herum passen. Wir schließen das Ganze zu einem Kreis und häkeln 3 Reihen darüber ohne Zu- oder Abnahmen. Dann beginnen Abnahmen. Wir häkeln 2 Maschen zusammen und häkeln dann 5 feste Maschen. Fortlaufend wiederholen. Das Ganze wird dann oben immer enger und wenn nur noch ein kleines Loch vorhanden ist, können wir das Ganze mit 2 Maschen zuziehen und den Faden durch die Schlinge ziehen und sauber vernähen. Mit weißer Plüsch- oder Fransenwolle umhäkeln wir jetzt den Hut in festen Maschen, eine Reihe. Danach setzen wir die Mütze auf den Kopf und zwar so, dass die Mütze hinten ein wenig in den Nacken gezogen wird. Das Ganze wird dann angenäht ringsherum. Nun wird die Nase in Rot aufgestickt. Ich gehe mit der Nähnadel durch die Mütze hindurch und ende in der Mitte des Gesichts und nehme jetzt nur eine Masche und wiederhole diese immer wieder, so dass die Nase breit genug wird. Anschließend mit der Nadel wieder hoch zur Mütze und dort den Faden ein wenig vernähen. Auf die gleiche Weise werden nun die Augen aufgestickt. Die Plüschwolle wickeln wir uns jetzt um 3 Finger, so etwa 20-30 Mal, schneiden sie auseinander und noch einmal in der Mitte entzwei. Und dann nehmen wir uns einen roten, stabilen Faden, am besten doppelt genommen, und legen die Bündel mittig darauf, machen einen Knoten und ziehen den ganz fest an. Mehrere Knoten machen. Daraus schneiden wir uns jetzt eine kleine Bommel zu, die wir mit den Fäden oben in die Mützenspitze hineinknoten. Mit der weißen Fransen- oder Plüschwolle umhäkeln wir jetzt auch noch den Weihnachtsmannkörper, so als Fellbesatz für den Mantel. Ringsherum Masche für Masche mit festen Maschen arbeiten. Und wenn die Runde geschlossen ist, können wir den Faden abschneiden und ihn sauber vernähen. Nun ist der Körper fertig und der Kopf kann angenäht werden. Ringsherum mit ein paar Stichen annähen. Aber nun wackelt der Kopf noch und jetzt gehe ich einfach nicht unten, sondern ein Stückchen weiter höher, um den Kopf noch einmal ringsherum anzunähen. Und unten hinein und das Ganze richtig fest anziehen. Wieder 2-3 Maschen weiter höher einstechen. Nach unten und das Ganze wieder richtig fest anziehen. Wieder nach oben und nach unten und fest anziehen. Auf diese Weise wackelt der Kopf dann nicht mehr hin und her und ist richtig schön fest. Und dabei muss man schauen, dass der Kopf auch gerade sitzt. Und hier sieht man es schon, dass er richtig fest geworden ist. Den Faden anschließend sauber vernähen und abschneiden. Für den Bart häkeln wir 13 Luftmaschen. Die Kette sollte gut um die Nase herum bis fast oben zur Mütze passen. Wir häkeln 11 Maschen zurück, machen eine Wendeluftmasche, drehen die Arbeit. Und häkeln jetzt die ersten 2 Maschen zusammen und die letzten 2 Maschen zusammen. Reihe für Reihe so arbeiten und so wird das Ganze spitzer, bis oben nur noch eine einzige Masche übrig ist. Dann können wir den Faden abschneiden und ihn durch die Schlinge ziehen, die Fäden sauber vernähen. Und mit ein paar Stichen wird der Bart nun angenäht, ein wenig bogenförmig. Das heißt, oben anfangen, kurz vor der Mütze und dann ein wenig runterziehen, dass die Nase frei bleibt und nach der Nase das ein wenig wieder hochziehen und so ist der Bart fertig. Mit Silber oder Gold nähen wir jetzt die Gürtelschnalle auf.
Ich gehe von unten durch den Nikolaus hindurch und positioniere richtig, wo die Nadel raus soll. Und ich mache jeweils so 4 Stiche, bis die Schlaufe breit genug ist. Und in einem schönen Quadrat wird das dann aufgenäht. Gehe nach unten wieder anschließend und kann dort an dem Plüschansatz den Faden vernähen. Und damit ist der schöne Deko-Weihnachtsmann oder Nikolaus schon fertig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Video. Eure Jule.